David Sonnbully wurde am 20. April 1998 in München geboren. Seine Eltern waren Anfang der 90er Jahre als Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Seinen ursprünglichen Namen Ali hatte er mit seiner Volljährigkeit offiziell in David ändern lassen. Auffällig wurde er lediglich als Geschädigter einer Schlägerei und eines Diebstahls. Er soll schon früh an psychischen Störungen gelitten haben und wurde gemobbt. 2015 war er sogar in stationärer Behandlung wegen einer sozialen Phobie und Angstzuständen. Er nahm Antidepressiva. Sonnbully hatte eine große Sammlung von Zeitungsartikeln über Amok-Täter in seinem Zimmer. Auch spielte er leidenschaftlich Ego-Shooter. Ich möchte hierbei nochmal erwähnen, dass diese Spiele nicht die Auslöser für Amok-Taten sind. Angeblich soll Sonnbully stolz auf seinen gemeinsamen Geburtstag mit Adolf Hitler gewesen sein. Des Weiteren soll er während einer stationären Behandlung den Hitlergruß gezeigt und Hakenkreuze gemalt haben. Angeblich entwickelte er einen starken Hass gegen Ausländer, da er selbst oft von Mitschülern mit Migrationshintergrund gemobbt und geschlagen worden sei. Am 5. Jahrestag der Anschläge des norwegischen Rechtsextremisten Anders Behring Breivik, den Sonnbully sehr verehrt haben soll, am 22. Juli 2016 lud er über einen gefälschten Facebook-Account ein jeden, der zum angegebenen McDonald's komme, etwas zu spendieren. Um 17.51 Uhr eröffnete er im Restaurant das Feuer. Die Nachricht verbreitete sich rasend über die sozialen Netzwerke. Sonnbully hatte sich in der Zwischenzeit von einem Parkdeck aus eine hitzige Diskussion mit einem Anwohner geliefert, der auf seinem Balkon saß. Dabei sagte Sonnbully, er sei Deutscher und hier geboren worden. 2,5 Stunden nach den ersten Schüssen nahm Sonnbully sich mit einem Kopfschuss selbst das Leben. Das Ergebnis des Amoklaufs? 9 Tote und 5 Verletzte, die meisten davon Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Diskussion über das Motiv des Täters bleibt nach wie vor bestehen. Einige sehen es nach wie vor als islamistischen Terrorakt. Andere sehen ein rechtsextremes Motiv. Wieder andere sehen darin lediglich den Amoklauf eines psychisch kranken Schülers. Ich selbst enthalte mich hier einer Einordnung.